Naja, dein Allerhellsinn, das ist auch mal wieder bei einer weiteren Lost in Runde. Luna spielt Indie-Horror-Quatsch. Zum Wochenende! Haha, ich weiß nicht, also ich spiele am Wochenende, ich weiß nicht, wann ich es hochlade. Aber es handelt sich dabei um Contemp, ein Spiel, das momentan sehr viel gespielt wird von Horror-Let's-Playern. Doch, ich bin mal wieder zu spät dran. Aber trotzdem, ihr kennt mich ja. Ich liebe so einen Scheiß. Aus dem Grund spielen wir jetzt einfach mal eine Runde drauf los, wa? Das Spiel behandelt ein Horror-Grusel-Horrorhaus mit Horror-Grusel in einem Horrorhaus. Kann ich irgendwas drücken? Mit F kann ich eine Taschenlampe anmachen, die so effektiv ist, wie, wie sieht nicht, Arschbackenkrebs. Bringt's ja voll. Ah, aber das Atmosphärische sieht schon mal sehr nice aus. Dann wagen wir uns mal rein. Auf jeden Fall einen hübsch. Riss nicht auf, okay. Das Haus will uns nicht reinlassen, es lässt ein Windspiel an. Ich weiß gar nicht, worum es geht, es ist nur so ein kurzes Horrorspiel ohne viele Extras. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht kriechen, ich kann im Prinzip mit Rechtsklick ultra hardcore reinzoomen. Gut. Gucken wir uns mal um. Es gibt einen Schlüssel, der hier auf einem DIN A4-Blatt liegt. Press E to interact, dann nehmen wir das auf. So. Ansonsten ist hier eigentlich nichts drin, wa? Ein Hammer, ein Schraubzwinge, ein paar Gerätschaften für Niaten, eine Sense. Oh, ich lass mich den Sensenmann spielen. Und ein Spaten. Haha, der Spaten spielt doch schon. So, wir könnten uns auch hinterm Haus umgucken. An den Nebenräumen. Gucken wir einfach mal, was hier so nebenbei existiert. Okay, hier ist eine unsichtbare Zone. Also unsichtbare Mauer. Gehen wir einfach dahin, wohin es das Spiel treiben möchte. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Ich weiß gar nicht, mit welcher Engine das erstellt wurde. Beziehungsweise mit welchem... Also, es ist nett. Hat sich der Grafiker was einfallen lassen? Kann ich jetzt aufmachen? Ja, perfekt. Hat ein ordentliches Resident Evil 7 Flair, wa? Kann ich da was drücken? World? Nö, okay. Wir gehen einfach ins Haus rein. Also es ist rein von der Optik, erinnert mich jetzt an Resident Evil 7. Das Haus selbst, die Wände. Natürlich die Ego-Perspektive. Das ist das Resident Evil 7 Haus. Wollt ihr mich roffeln? Na, nicht ganz. Das ist ein bisschen anders gebaut, das war, aber es erinnert sehr stark daran. Sorry. Das ist ja mal schon ziemlich abgekupfert. Wobei, was ist abgekupfert? Resident Evil 7 hat das Horrorhaus ja auch nicht erfunden. Wobei Resident Evil 1 damals relativ schon. Aber nichtsdestotrotz, also was den Spielenbereich angeht, wenn man jetzt von Horrorhäusern denkt, gab es das natürlich viel früher schon in Form von The Shining und sowas. Alles klar, gehen wir einfach nach oben. Okay. Taschenlampe funktioniert nicht, FF. Ich bin in der Denstanis gefangen, ich habe auch ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Müssen wir hier rein? Press E to interact. Ah. Wenn der Strom geht, geht auch die Taschenlampe wieder. Wer kennt das nicht? Unsere strombetriebene über Klinkestecker. Na, Klinke nicht, aber USB-Adapter betriebene Taschenlampe, mit der wir durchs ganze Haus laufen. Schick, schick. Bisschen verwahrlost die Küche. Was auch immer wir hier treiben. Lost Places Besucher. Aber allein würde ich niemals ins Lost Place gehen. Immer nur zu zweit. Allein aus Sicherheitsgründen, falls irgendein Junkie hockt. Oder wirklich ein Monster kommt. Können wir umschalten? Ich würde keinen anderen Sender sehen. Oh, guck mal, schau. Der Sender ändert sein eigenes Programm. Haufenweise VHS. The Returner. Er kommt wieder. Und das ist ziemlich heftig. Okay. Da ringt das Telefon. Ring, 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 ring. Banana Phone. Dup, 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 dup. Hallöchen. Ring, 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 Banana Phone. Banana Phone. Kein. Oh. Kassette. There's an aching deep inside that no longer I can hide. And it's telling me once more it's time to roam. But I cannot tell when I'll be coming home. Mhm. Das kennt man von VHS-Kassetten. Alles klar. Kann ich damit um? Nee, kann ich nicht. Hallöchen! Wir sind hier scheinbar nicht alleine. Irgendjemand dran, der lädt hier mit. Finde ich sehr schmuck. Wirft mit Stühlen um sich. Ach, guck mal, wir sind jetzt hier bei der Treppe. Hier gibt es verschiedene Durchwege, okay. Wollen wir nicht? Ja, moi. Was machst du für Geräusche, King? Okay. Einmal da rein. Eine Umkleide. Eine begehbare, riesige Umkleide. Okay. Scheinbar nicht.
Ah. Die wollen uns ärgern. Jürgen, lass uns gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also die Sounds sind wirklich sehr gut. Vergiss mal ganz schnell, dass ich da drin bin. Ich komm doch nicht, wenn du da röchelst, alter Jürgen. Leg doch nicht mit dir da noch essen oder was. Wo müssen wir denn jetzt hin? Der hat geröchelt, aber da war niemand. Okay. Hier ist keiner. Mon cher. Ich vernahm gruselige Geräusche aus ihrer Gegend. Ah, alles klar. Dachboden-Action. Mit schönen Dämpfen. Hm, wenn die nicht toxisch sind, dann weiß ich auch nicht. Rabbelmüll, rabbammel, rabum. Ich kann schon wieder die Taschen aber nicht anmachen. Ich gehe mit meiner Laterne und meiner Laterne mit moi. Da oben, da leuchten die Sträne. Erstmal abhängen, Elfriede. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Darf ich F drücken? Ah. Aha. Wir sind wieder draußen. Können wir jetzt nach Hause gehen? Es war sehr gemütlich. Doch ich möchte... Content. Alles klar. Sehr kurz. Sehr verwirrend, weil es keine eigentliche Story gibt. Rein grafisch, aber sehr schön. Lief auch flüssig. Muss ich gestehen. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie das Ganze sich mit Action verhält, weil verschiedene Trigger und so betätigt werden mussten. Es war ja ein sehr ruhiges Spiel. Und es war ja, wie ich in dem Text gelesen habe, einfach nur eine kurze Demo für einen angehenden Grafikstudenten, glaube ich. Also Computergrafik-Visualizer. Und das ist einfach nur so ein Projekt für ihn, von ihm. Nettes Ding auf jeden Fall. Wie gesagt, rein atmosphärisch und grafisch hat es mich vollkommen überzeugt. Auch soundtechnisch und scripttechnisch war das alles sehr sauber. Fand ich zumindest. Ja gut, es war jetzt nicht 100% deep. Es war eine gruselige Atmosphäre. Wenig richtiger, realer Horror. Also ich meine, Horror und Grusel nehmen sich ja nichts, aber ich unterscheide es immer ganz gerne. Grusel ist so Gänsehautmomente, ohne dass was passiert. Horror ist, wenn du von wirklich irgendwelchen Viechern gejagt wirst und sterben kannst, aus meiner Sicht. Das ist Horror. Das ist richtiger, albtraumhafter Horror. Und das ist bei so einem Grusel-Atmosphärespiel gewesen. Hat's gut gemacht, aber ja, sehr kurz, leider. Wie dem auch sei, ich fand's interessant, euch das auch mal zu zeigen, aus meiner Perspektive. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, liebe Leute. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.